Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Replaycast. Nach wie vor befinden wir uns im Pack von Liquid Snoot hier oben rechts auf Expedition Lost vom Team Liquid, Team Liquid HyperX als ihr Hauptsponsor. Er spielt gegen einen deutschen Protoss und zwar Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, B, kein P. Deutsche Protoss, ziemlich jung, er ist glaube 15, 16, irgendwie sowas um den Dreh. Spielt gerade EPS, beziehungsweise EPS ging gestern zu Ende. Ich werde keine Ergebnisse spoilern. Ja, und wie man hier sieht, er spielt Proxy. Und zwar Proxy Gateways. Ich hab Schiffe mehr, da waren zu der Zeit, als dieses Spiel gespielt wurde, waren wohl gerade die WCS Qualifier und die Challenger. Wo es zum ging, wer kann sich durchsetzen. Ja, und Kung Fu Panda hat hier seine 10 Probes, 9 sind am meinen. Hat hier, kommt ein zweites Proxy Gate mit dazu. Yep, Doppel Proxy Gate. Snoot hat davon keine Ahnung, seine Overlords gingen dran vorbei. Der zweite, der erste ist schon länger raus, der zweite hat auch den falschen Kurs. Mal gucken, bis man Snoot das sehen wird und wie Snoot dann darauf reagieren wird. Das ist definitiv ein sehr cheesiges Opening von Kung Fu, aber wer nicht scoutet, selber schuld. Gut, wir warten jetzt, bis die Gateways fertig sind. Snoot marschiert jetzt mit einer Drohne raus, scoutet längst nicht seine Mainbase. Fühlt sich jetzt ziemlich sicher, hat auch aber auch Pool First gespielt, also es ist nicht ganz so kritisch. Da kommt jetzt ein weiterer Pylon. Ah, okay, dann ist das sonst. Hä? Nicht sicher. Taktische Pylon vermutlich, um einen Salad dazwischen zum Stellen, falls Länge komme. Könnte ich mir zumindest mal vorstellen. Auf jeden Fall, erster Salad ist gleich auf dem Weg. Snoot hat jetzt gerade eine Queen im Bau, einen Overlord im Bau, noch keinen einzigen Link draußen. Ja, genau, er macht hier zu, dass hier die Linge, wenn sie dazukommen, hat der Salad eine viel bessere Angriffsfläche. Der nächste Overlord sieht es auch nicht, das heißt, wird es erst dann sehen, wenn Kung Fu Panda hier mit drei Salads hier reinlaufen wird. Und da kommt ein, der geht mit zwei Salads und der Probe rein. Snoot sieht es jetzt, Snoot schreibt RIP. Snoot hat halt nichts an Einheiten. Baut jetzt einen Spinecrawler, hat jetzt einen guten Surround mit seinen Drones hingekriegt. Salads nehmen schon krass Schaden. Drones sind noch relativ wenige gestorben. Drei, vier jetzt sterben die ersten. Salads hauen Drones natürlich gut weg. Jetzt ist die Queen da. Der Spinecrawler lebt noch. Jetzt nicht mehr, wurde gecancelt. Der erste Salad ist fast tot. Der wird von Kung Fu gut weggemicrot. Kung Fu schreibt RIP Salad. Seine Probe hat er verloren bei der ganzen Aktion. Ein Salad stirbt jetzt auch dabei. Snoot lässt seine Drones weiterkämpfen. Die Queen haut ordentlich Schaden raus. Der nächste Salad ist sehr niedrig und die Queen kann den vermutlich totkotzen. Nein, die Drone hat den Kill gekriegt. Es sind nach wie vor zwei Salads da. Snoot zieht wieder seine Drones drauf. Michael seine Drones auch gut. Die verletzen immer wieder mal zurück. Jetzt hält er längst zu lang drauf. Jetzt sterben wieder weitere Drohnen und die Linge sterben auch. Die Linge puffern allerdings ein wenig für die Queen. Die Queen kotzt weiter drauf. Der Salad, kommt er weg? Nein, die Queen ist zu lahm. Der nächste Salad fängt die Queen ab. Die Queen hat auch nicht mehr so viel Life. Da kommen jetzt zwei Linge dazu. Bei dem Micron hier, verdammt gut, die Salads sind halt praktisch tot. Die Queen hat auch nicht mehr viel Leben, dass die Linge noch am Leben sind. Im Worker-Count sind sie jetzt fast gleich. Snoot hat einen weniger. Hat seine Echse gecancelt. Marschiert jetzt mit seinen Lingen raus, um beim Protoss dann die Eco zu stören. Kung Fu hat hier 5 Salads. Und 5 Salads machen einfach nur aber viel Damage. Die fressen diese Queen tot. Das Spinecrawler jetzt haut gut drauf, haut aber einen gesunden Salad an und auch gleich tot. Der Spinecrawler wird noch weiter, solange die Queen verfolgen kann. Der Spinecrawler, der wird jetzt noch gut transfused. Da stirbt der nächste Salad, noch ein Salad. Das heißt, die Salad können hier von Snoot tatsächlich gekleert werden. Mit der zweiten Queen, die nächsten zwei sind da. Wollen jetzt noch ein paar Drones töten, werden auch noch Drones kriegen. Da geht eine weitere Drone down. Kung Fu hat 14 Drones gekillt. Jetzt kommen halt die Linge von Snoot in die Base von Kung Fu Panda. Das sind nur 4 Linge. Die kann Kung Fu mit seinen 11 Workern in Schach halten normalerweise, wenn er darauf aufpasst. Gar, die Drones kommen dazu. Killen das, hier ist ein weiterer Salad gestorben, der Salad ist auch fast tot. Snoot hat jetzt noch ein paar Linge, geht jetzt auf in den Drone. Snoot hat nur 6 Drones da unten. Oh, da wurde ein Salad schlecht gerallied. Der kommt hier so schnell nicht raus. Kung Fu bringt jetzt nochmal 2 Salads in Sicherheit. Die Linge hier wurden angegangen, haben jetzt noch. Haben noch keinen weiteren Worker gekriegt. Jetzt einen weiteren. Da konnte jetzt dann noch einer fallen. Das sind nur noch 3 Linge übrig. Da kommen aber auch Linge mit dazu. Snoot hat seine paar Linge drüber geschickt. Da laufen Salads hinterher, aber die Salads sind viel zu langsam. Da wird jetzt Kung Fu definitiv noch einige Linge, einige Drones, Probes an die Linge verlieren. Da gehen jetzt auch noch weitere drauf. 14 zu 4 inzwischen der gekillte Worker Count. Und Kung Fu kann halt so auch nicht meinen. Und er kann vor allem auch keine Einheiten bauen, weil sein Produktionsgebäude ist in einem anderen Arsch der Karte. Er baut auch momentan nichts. Er zieht nur seine Drones hin und her. Jetzt rennen seine Drones panisch weg. Den Salads entgegen, damit die Salads dann endlich mal die Linge schnetzeln können.
Da geht jetzt eine weitere Probe. Nein, die Probe überlebt sogar. Jetzt geht die Probe doch dann. Gut gemerkt von Snoot. Die letzten beiden jetzt hier oben vermutlich an der Rampe positioniert oder am Nexus. Um die Drones zu beschützen. Kung Fu hat noch einen Worker-Lead, der wird allerdings gleich aufgeholt werden von Snoot, wenn seine 3-4 Drones fertig sind. Retarded Salady, ja. Liquid macht sich auch gleich an die Arbeit, diesen Retarded Salad ordentlich zu töten. Er danced. Ja, der Salad hat definitiv in seinem Leben nichts erreicht. Die Linge nehmen hier den Pylon raus, die können dann diesen Pylon hier rausnehmen und damit wird Kung Fus Produktion stillstehen. Kung Fu hat daheim noch nichts weiteres nachgebaut. Er nimmt jetzt Gas, beide bauen Workers, Snoot hat jetzt einen Worker Lead. Allerdings sind beide auf One Base. Und Snoot hat einen Spinecrawler, der nach wie vor am Leben ist. Okay, er zieht die Queen weg für die Injects. Und Snoot nimmt hier die Gold Base. Ah. Gut, das kann er sich jetzt ja leisten. Er weiß, dass Kung Fus Produktion an Einheiten gerade hier von ihm bekotzt wird, beziehungsweise angeknabbert wird. Solange ist er da gut dabei. Im Income sind sie relativ gleich. Beide nehmen jetzt. Snoot nimmt auch sein Gas. Kung Fu hat sein Gas schon genommen. Sollte jetzt hier zu einem. Genau. Jetzt kommt hier das Cybercore und dann sollte er auch irgendwann wieder Gateways stellen. Er tendiert allerdings auch dazu zu expandieren. Seine Salads stehen unten. Kung Fu wird auch gleich. Genau, er wirft gleich Warpgate an. Seine Gateways und der Pylon wurde geklärt. Das heißt, er ist jetzt auch erstmal Supply blocked. Der wird allerdings gleich fertig. Dann hat sich das wieder erledigt. Sollte allerdings gleich den nächsten Pylon dann hinterherziehen. Ah, er will. Will er gleich den Nexus setzen? Es sieht danach aus. Ja, er hat definitiv vor, den Nexus zu setzen. Aber das ist ein ganzer Schwallinge und er hat doch nur zwei Sellers, sind ja kein Mothership Core. Den sollte er vermutlich demnächst mal anfangen, sobald er 100 Gas hat. Weil den kann er gegen die Linge gut brauchen. Snoot thront weiter hoch, baut weitere Queens. Hat jetzt hier die Goldbase schon am saturiert. Die Linge, genau, die haben jetzt den Pylon ein bisschen angeknabbert. Die Sellers gehen jetzt drauf zu, versuchen die Linge ein bisschen zu fangen. Währenddessen der Rest der Linge knabbert unten an den Rocks rum, hat auch schon ein kleines Stück weggenagt. Da ist es, genau, da ist der Mothership Core und damit können die Linge auch wenig machen mit dem Mothership Core. Er huscht zwar nur von oben drauf, allerdings das Huschen tötet der Linge auch irgendwann. Dass dieses Spiel immer doch nur so lang läuft, ey. Zu viele Worker gekillt, die waren beide mal runter auf 6 Worker. Jetzt wird es doch irgendwie noch so mehr oder weniger Makro-Game. Bei den Makron hoch, ja. Kung Fu baut tatsächlich mal wieder Gateways. Seine Salads werden jetzt allerdings von den Lingen surrounded. Allerdings gibt es Micro von Kung Fu, holt dann noch das meiste aus seinem Salad raus, Micro die zurück und der kriegt den Salad noch nicht mal. Snoot verliert bis auf einen Ling alle, der Ling ist aber klinisch tot. Aber Snoot hat eben hier jetzt seine Goldbase, die ist auch echt gut saturiert und das zieht er halt im Income jetzt doppelt so viel wie Kung Fu. Bei gleichem Gas, Kung Fu hat zuletzt ja schon seine Echse, hat allerdings auch gar nicht so viele Probes, 23 zu 35 inzwischen der Worker Count. Army sparen sie sich inzwischen momentan beide. Was hat Snoot vor? Er nimmt einen Leer, einen Roach vorn und mehr Gas. Das klingt ziemlich nach einem Roach-Angriff mit Missile Attacks. Da könnte was kommen mit Snoot. Kung Fu hingegen weiterhin Drones bauen, baut noch ein Gateway mehr. Da war mir jetzt doch die schlechte Eco, die Kung Fu dann hatte, weil die Linge hier in seiner Base waren, wo die Probes ewig wegziehen mussten. Also das hat ihn doch sehr nach hinten geschoben. Der Salad. Lauf, Salad! Er ist so kurz vor dem Tod. Aber der Mothership Core beschützt seinen Kumpel. Queen muss sich zurückziehen. Es tut ihm jetzt auch eine dritte Basis, vermutlich für mehr Throne Production, mehr Unit Production, mehr Lava. Und da kommen Roaches. Und gegen 6 Roaches hat Kung Fu momentan wenig. Er hat einen Mothership Core und er hat auch einen Mothership Core kennen. Allerdings die Rocks hier hinten können geklärt werden. Und da kann sich Snoot aussuchen, wo er angreift. Hier sammelt sich jetzt Snoots Roaches. Ja, die spucken hier drauf. Höchstwahrscheinlich dem Weg nach. Ich kann auch noch hier zumachen, ums Umlaufen. Das ist schon mal schwer. Mutiger Ling. Er hat es versucht. Er hat sein Bestes gegeben. Hat ein bisschen das Schild angenagt. Die Roaches kotzen jetzt hier die Felsen an. Das sollte Kung Fu eigentlich mitkriegen. Er hat hier einen Pylon stehen. Kommen auch immer mehr Roaches dazu. 7 weitere Roaches im Bau. Seine Upgrades. Die Upgrades und Snoot kommen jetzt alle durch. Da ist Burrow auch mit dabei. Kung Fu baut hier gerade eine Robo. Heißt, er kann auch dann Observer haben für die Burrow Roaches. Sonst regenerieren die sich wieder hoch. Und das wird dann echt hässlich. Kotz, kotz, kotz. Roach-Schleim. Lecker. Gut, Kung Fu ist hier positioniert, wird hier dann auch ein Force Field setzen, damit die Roaches eben nicht hochkommen. Er soll jetzt allerdings reagieren. Oh Gott, das Force Field sitzt nicht ganz. Da kommt der Burrow von Snoot.
So, definitiv da. Die Rogers drücken sich durch. Er sollte ein weiteres Force Field setzen. Das nächste Force Field sieht jetzt drei Force Fields für die eine Rampe. Er braucht jetzt definitiv einen Observer, das weiß er auch. Da hat Observer ich schon wusste. Genau, das habe ich jetzt gemeint. Hier ist auf, hier sind Force Fields, gut und recht. Das geht nun einfach hier runter. Hier ist zwar eine Cannon und das sind, ist eine weitere im Bau, allerdings das reicht nirgendwo hingegen. Die Masse an Roaches, die tanken so viel Damage weg. Hier die Roaches werden jetzt auch ausgegraben, kotzen jetzt hier auf die Stalker drauf, kriegen auch den ersten Stalker down. Jetzt fällt nochmal die erste Roach. Micro, hier wird gemicrot. Die Force Fields kommen definitiv viel zu spät. Da verliert das Kung Fu auch noch einiges an Sentries und der Salad auch starb mit Sparrows Loot nochmal. Nicht sicher, ob das so sinnvoll wäre. Hat dann doch gemacht, der Observer ist da. Die Roaches gehen jetzt in die Eco von der Natural. Die Roaches jagen alle Einheiten. Kung Fu Panda schreibt ein G. Und damit gewinnt Snoot dieses Spiel, nachdem er am Proxy, Doppel-Proxy-Gate überhaupt nicht gescoutet hat und doch sehr gut abgewehrt hat. Hat gut mit seinen Drones gemicrot am Anfang, hat dann gegenüber Schaden gemacht bei Kung Fu und hat danach einfach mit der Goldbase und dem Roach-Push die Sache für sich entschieden. Starkes Spiel von Snoot, aber auch gut gezeigt von Kung Fu, der gut mitgehalten hat. Es hätte noch ein bisschen besser für ihn laufen können, aber ja. Dafür muss man sie jetzt nicht schämen. Das ist das ist die Animation vom Overcharge, oder? Lustige Symbole. Na gut, Snoot gewinnt das nächste Spiel. Das nächste Replay kommt am Mittwoch nach Plan. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ich sehe euch dann. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Sprechen und so muss man drauf haben. Macht's gut und ciao.